Herzlich willkommen zu einer neuen DidiDax US Morning Ausgabe heute am Freitag, dem 30. Oktober 2020. Ja, gestern Abend gab es eine Vielzahl von Quartalszahlen, unter anderem beispielsweise Apple, Amazon und Alphabet. Hier gab es jeweils Quartalszahlen. Apple nachbörslich unter Druck geraten, Amazon zunächst einen Freudensprung, dann leicht ins Minus gerutscht, Alphabet hingegen positiv. Also es ist ein sehr, sehr gemischtes Gefühl, aber mit doch mehr Tendenz zu einem negativen Überhang. Das spiegeln auch letztendlich die Future-Indikationen am heutigen Morgen wieder. Hier sieht es klar rot aus mit Hinblick auf die heutigen Indikationen für den Start in den amerikanischen Handelstag. Und ja, es setzt sich somit weiterhin die negative Dynamik fort. Es ist die Dynamik, auf die ich schon längere Zeit hingewiesen hatte, die dann natürlich ja mit steigenden Corona-Infektionszahlen und dieser Kombination von die US-Wahl steht bevor, wie soll ich mich positionieren, was kann ich tun, und das Ganze endet dann doch letztendlich in dem Kopf mit dem Thema Gewinnmitnahmen. Und das sehen wir letztendlich weiterhin nun, die Anleger, ja, neigen hier weiterhin ganz klar ihre Aktienpakete zu verkaufen. Und ich bin gespannt, wann wir jetzt hier den ersten Boden sehen werden. Heute gewiss wohl noch nicht, aber wer weiß, vielleicht sehen wir in der Tat in der kommenden Woche mit der US-Wahl dann eine erste kleinere Trendwende. Fakt ist, beim Dow Jones Index, die 200-Tage-Linie, sie ist nun hier in Gefahr und könnte tatsächlich auch unterboten werden. Das wird sich heute nämlich im Laufe des Handelstages dann entsprechend noch zeigen. Wir sehen eben anhand der Indikation, dass wir hier schon ganz klar jetzt diese wichtige Kursunterstützung erreicht werden. Vielleicht sehen wir von dort eben eine technische Gegenreaktion oder eben wir sehen die direkte Fortsetzung. Vielleicht nicht heute, aber eben in den kommenden Wochen auf das sogenannte 38er Fibonacci Retracement. Auch beim Technologieindex Nasdaq, ja, schwache Vorzeichen, wie gesagt. Und man sieht auch hier die Tendenz weiterhin. Ja, wir haben nun mal einen klaren Abwärtstrend. Wir haben einen ehemaligen Bruch des Aufwärtstrends. Wir hatten einen gleitenden Durchschnitt durchbrochen. Somit war die Option eigentlich ohnehin gegeben, dass wir in Richtung der 100-Tage-Linie durchgereicht werden. 11.060, das ist die erste Schlüsselmarke für heute. Plus, minus, also sollte man auf diese Zone achten. Denn übergeordnet steht sonst an gegebenenfalls wieder eine mögliche Abwärtsbewegung Richtung 10.700 Punkte zur Diskussion. Gewiss muss man sich auch hier die Frage stellen, ja, sind wir fair bewertet, ja oder nein? Wir stecken schon in der zweiten Corona-Welle, das heißt, es wird den Unternehmen nochmals ja ein starker Schmerz zugefügt werden. Und natürlich auch der gesamte wirtschaftliche Aspekt, Stichwort Arbeitslosigkeit, wird hier natürlich mit Corona einen gigantischen Rattenschwanz nach sich ziehen. Und es ist und bleibt auch so, dass eben die Corona-Krise, gerade im Vergleich zur Finanzkrise, alles andere als kleines, am Anfang wurde sie noch klein geredet und inzwischen sieht man doch, dass sich Corona nicht eindämmen lässt. Eine Finanzkrise konnte man ehemals eindämmen, gegensteuern, aber bei Corona ist das eben relativ schwer möglich. Deshalb achten Sie darauf, 100-Tage-Linie heute, also roundabout 11.000, 11.050 Punkte, das ist eine Schlüsselunterstützung, wird die aufgegeben, könnten eben auch 10.700 Punkte zur Diskussion stehen. Zu guter Letzt noch ein Blick auf den S&P 500 Index, auch hier die Hauptunterstützung wurde durchbrochen, immer wieder hatte ich darauf hingewiesen gehabt, dass 3430, 3390 die Schlüsselmarke sind. Wenn die brechen, sehen wir Potenzial in Richtung 100 bis hin zur 200-Tage-Linie. Nun gut, von der 200-Tage-Linie sind wir jetzt noch ein gutes Stück entfernt, aber wer weiß, auch hier muss man natürlich weiterhin im Hinterkopf behalten, dass die Tendenz in diese Richtung definitiv noch weitergehen kann. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag und schalten Sie unbedingt heute Abend wieder rein, dann mit dem sogenannten DAX-Wochenrück und auch natürlich Ausblick.